Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Transport Fever 2 in den unendlichen Weiten von Dallas. Und mit mir dabei der Anu. Moinsens. Juhu. Na, darf er oder muss er warten? Oh, der darf sogar. Hui. Wo noch nie Ross zuvor geflogen ist. Schon voll die Bremsspur da. Da gibt's immer noch nichts Neues. Okay. Aber diese ganzen Straßen hier, ey. Oh Mann. Ja, wir warten ab, bis die Stadt gewachsen ist und reißen bis wieder weg. Das muss doch mal neu weg. Oh. Das ist der erste Düsenflieger da. Dann können wir doch gleich mal gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Warte, wo war's? F wie Respect. Das habe ich auch nie gecheckt, dieses Internet, dass die Leute immer F schreiben. In Chats und sowas und in Livestreams. Kennst du das? Ja. F for Respect oder irgend sowas? Ich habe keine Ahnung, warum F. Was das genau für eine Bewandtnis hat. Ich versuche es gerade zu googeln, weil ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ach, wir haben schon 1960, Anno. Cool. Zeitreise hier. Die ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer als die Lockheed Super Constellation. Die heißt jetzt die Havilland Comet 4B. Kennt doch jeder. Boah, ganz fabriksneu. Wahnsinn. Da gucken sie. Okay, also das F, wie du schon sagte, steht für Press F, Pay Respect, also ne, teilen für etwas. Und das Ganze hat offensichtlich seinen Ursprung aus der Call of Duty Reihe, wo es das wohl so gab. Okay. Ein Button. Keine Ahnung. Vielleicht den Multiplayer abstimmen für Respekt für den Spieler zeigen oder so. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was F mit Respekt zu tun hat. Hast du selbst reingeschnickt. Das ist wie bei uns die Volksbank mit F wie Vertrauen. So, hä? Was für Vertrauen? Ja. Da schwindet mein Vertrauen aber ehrlich gesagt gerade ein bisschen. F für Vertrauen, kommt die zu uns. Wait, what? Hör mal die E-Mails aus Bangladesch, wo irgendein verstorbener Verwandter von mir mir was zu erben will, sind seriöser als F. Stimmt aber. Höher. Das stimmt. So, das sind hier die neuen. Fabriksfrisch. Ich finde, die Nähte sieht man jetzt schon zu doll. Bei den neuen Flieger sieht man das ja eigentlich nicht so. Es sei denn, wow. Wow. Die drückt ab, Freunde. Da ist die Nase weg. Der wartet jetzt, bis der so um die Ecke ist wahrscheinlich. Und hofft, dass dann kein zweiter kommt. Nichts wie weg. Bevor da wieder seiner auftaucht. Jetzt oder nie, Freunde. Go. Und schon wieder voll. 21 von 21. Ja, nee, das sieht man echt ein bisschen krass. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch einklappt hier. Müsste eigentlich. Das Fahrwerk, das ist aber unten.
dieser Ausgleichs-Dings hier schafft oder was das ist. Ja, zum Steuern brauche er es jetzt vielleicht noch, aber wenn er mal irgendwann gerade fliegt und nicht irgendwie so ein Gewindewurm nach oben im Kreis. Müsste das einklappen, oder? Kein Flugzeug der Welt würde so starten. Ja, jetzt war. Das war gerade. Ja, jetzt hat er es, oder? Ja, ja. Fährt er es rein? Ja, er klappt einfach nur auf waagerecht. Ja. Dass man diese Fenster da nicht kleiner machen kann, dann. Boah, wie der runtersteigt, ey. Hui. Wir setzen zur Landung an. Wo haben sie landen gelernt? Bei den Kamikaze-Jägern in Japan. Jetzt kommt gleich so eine Einblendung. Der Pilot ist sehr schlecht. Oh Gott. Wo müssen wir denn da hin? Ich sehe gar keinen Flughafen. Einfach mitten in die Stadt rein. Das hat in Amerika auch schon so gut funktioniert. Leute, wir haben uns verflogen, ist die falsche Stadt. Hochziehen! Ach, da ist der Flughafen. Zustand von mehreren Piloten ist sehr schlecht. Oh, Alter. Ja, das sieht sehr safe aus. Ich bin jederzeit nicht mit dieser Airline geflogen. Bremsen! Boah, und knapp wieder vorbei an der. Also wenn die Flugzeuge noch größer werden, dann scheppert es aber irgendwann. War da gerade ein Clipping-Fehler mit dem Wasser? Mit der Brücke? Generell ist ab und zu mal so ein Clipping-Fehler mit dem... Wenn du in dieser Kameraperspektive bist, das ist... Wenn du links achte mal auf die Laternen hier oder was es ist. Achso, ja, stimmt. Ja. Je nachdem, wo ich hinfahre mit der Maus. Also das liegt ja auch daran, wo du mit der Maus markierst. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, cool. Alter, vor die Energieverschwendung. Wir laufen den ganzen Tag irgendwelche Hochstrahler, wo die Sonne voll hell ist. Und auch interessant, dass die Leute hier nicht mehr überall rumstehen. Sondern dass die jetzt da drinnen warten. Toll. Und von da abgeholt werden. Machen wir kurz Pause. Ja? Okay, jetzt ist es spät, egal. Okay. Ich kann auf den nächsten warten. Ja? Wenn der andockt, der nächste, dann machen wir Pause. So quasi andocken, meinst du? Gab's da nicht ein Patch, was du mal gesagt hast, wegen Türen öffnen und sowas? Also bei den Schiffen, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, bei den Flugzeugen könnten sie es auch mal machen. Jetzt schau mal bitte, dreh mal die Kamera so, dass du die andere Seite vom Flugzeug siehst. Er dreht sich hier gleich noch in die Richtung, oder? Er dreht sie nach oben hinweg, wir werden es nicht sehen von hier aus. Und ich mach dann hier gleich nochmal Pause. Ach, der will gar nicht, oder was? Okay, hier. So, der Arm ist links. Jetzt machen wir jetzt Pause. Und drehen wir die Kamera, dass wir die linke Seite vom Flugzeug sehen. Okay. Ist da vorne überhaupt eine Tür, wo gleich dieser Arm dran geht? Ich glaube nicht. Und jetzt achte mal auf das Heck vom Flugzeug. Weiter hinten, weiter hinten, weiter hinten. Jetzt play. Immer schieben, schmeißen sie raus! Ach so, das ist der Drive-In! Ihre Bestellung bitte! Oh, ich hätte gerne ein Big Mac-Menü. Eine große Pommes und eine kleine Cola. Oh Mann, ey. Das sah in den Trailern aber echt, gerade was Flugzeug angeht, ein bisschen, ich nenne es mal epischer aus. Da haben sie sich aber auch die richtigen Modelle genommen, oder? Sogar fast in meinem Nachhinein, das waren Render-Videos. Was? Und jetzt...
das ganze McDrive abreißen. Ich hab das Gateway mitgenommen. Jedes Mal. Aber man merkt zumindest eine schöne Fortentwicklung im Vergleich zu den alten hier, wo sie da halt wirklich am Flugfeld noch stehen und warten. Ja. Passenger Terminal. Ploppen die dann einfach nur in den ja. Flieger rein? Ja. Okay. Wäre schön, wenn sie da irgendwie. Ich meine, da steht doch auch ein Leiter. Nee, ist einfach nur eine Leiter, die da steht. Da traut sich keiner rauf. Alter, die Maschine würde ich mich schon nicht mehr reintrauen. Die mit dem brennenden Rotoren, meinst du? Da geht nicht überhaupt keine Tür auf, oder? Ach, hier. Ob wieder hin. Man lässt einfach den Rotor die ganze Zeit laufen. Ja, wie heißt es? Never touch a running system. Wenn sie den Motor versehentlich ausschalten, den kriegen sie von den alten nie wieder an. So, wir sind gelandet. Ich schalte mal den Motor. Nicht den Motor ausschalten! Aber ich finde es immerhin schon mal cool, dass man da so eine Weiterentwicklung sieht, dass die ja da vorne noch stehen. Und dann hinter den Glasgebäuden quasi. In den neuen Versionen. Schönes Detail. Ja. Wie ist heute denn? Von hier oben sehen die aus wie Space Shuttles. Ja. Vorschaubild. Ja, also Kampfflieger. Ja. Darum sieht auch die Flotte so krass aus mit den Schiffen da. Die Weltkriegsbomber. ja, was hast denn du für einen Bock? Magst du was Neues anschließen? Magst du was verbessern? Hatten wir nicht noch zumindest im Hinterkopf den zweiten Bauernhof, die zwei weiteren Bauernhöfe bei Santa Clarita an diese Lebensmittelfabrik mit dran zu hängen? Wäre eine Idee, aber am besten funktioniert die ja, glaube ich, wenn... Warte mal, wo ist denn die Lebensmittelfabrik? Unten. Hinter Dallas einmal durch. Schauen wir mal, auf welchem Level die ist. Ja, könnte doch was vertragen. Ich dachte, dass er eigentlich mit zwei perfekt arbeitet, aber wahrscheinlich wird der Weg so lang. Ja, du musst mal jetzt mal ganz ehrlich, zeig mir nochmal dieses Schaubild da, ja, von der Fabrik eben. Ja. Wie muss ich das jetzt eigentlich verstehen? In Regel ist zwei Getreide gleich ein Brot? Ja. Okay, also fast wie bei Minecraft. Kopie. Produktion ist 200 Maximum. Was heißt Versand und Transport? Wo ist der Unterschied? Das verstehe ich auch nicht ganz. Okay, cool. Das checke ich auch nicht. Die Lieferanten sind so 100%. Dallas Bauernhof und Santa Clarita Bauernhof. Okay, das heißt, es wird gar nichts bringen, wenn wir mehr liefern wahrscheinlich. Und die Abnehmer sind auch bei 100%. Das heißt, wir produzieren genauso viel, wie die eine Stadt da rechts haben will. Ja. Aber hatten... Ah, genau, dieses Fort Wayne. Wollten wir das nicht noch an irgendwas anschließen mit Schiffen und Norfolk und so? Hatten wir nicht hier irgendwie noch so ein Schiffsdreieck in Planung? Stimmt, ja. Könnte man machen. Wir könnten Nahrung da nach Sterling liefern. Auch eine gute Möglichkeit. Dann wiederum bräuchten wir wahrscheinlich tatsächlich irgendwann einen Bauernhof mehr. Frage ist, wie wir das machen wollen. Wir könnten... Ja, Sterling liegt halt genau an der Küste. Also da einen Tunnel ranzukriegen wird schwer. Wenn du nicht in die halbe Stadt buddeln willst. Wir könnten das hier wegreißen. Und dann mit dem Schiff? Ja. Oder, warte, ist das, was wir nicht wegreißen können? Die Brücke können wir nicht wegreißen. Die Landzunge weiß ich jetzt noch nicht. Landzunge müsste gehen. Hängt ja nur diese eine labbrige Straße dran. Die Frage ist, kriegen wir, wenn du links von der Bahnbrücke einen Hafen hinsetzt und da eine Straße noch zur Fabrik hinziehst, verbindet sich das noch miteinander oder ist das schon zu weit weg? Da meinst du? Nee, also links von der Bahnbrücke. Ja, da. Da muss ja dann der Hafen rein, in dieses Becken. Ja. So, weil wir können ja unter der Brücke nicht durch, die ist ja quasi direkt auf Wellenebene. Ja. Von dem Hafen, den wir noch nicht gebaut haben, müsste ich ausgehen, zur Fabrik. Denke ich schon.
Testen wir das mal zuerst aus, bevor wir da lange terraformen. Er hat kein Vertrauen. Nee, nicht mehr so ganz. So. Oder besser gesagt, ich habe Erfahrung. Nennen wir es Erfahrung. so in etwa dann, oder? Ja. So, dann könnten wir ja wieder so eine Highspeed-Autobahn bauen. Wo war's? Stadt, Einbahn, Land. Stadt, Land, Fluss, welch Wort? Da hatte ich hinten was überhaupt in der Bild, ich glaube nämlich nicht, wa? Verbind dich, du Sau! Da ist ein Pnöbel, aber eine Kollision, okay? Die Kollision liegt, glaube ich, generell an der Brücke. Sobald du irgendwie die Brücke berührst, ist Kollisionsalarm. Generell immer mit dem Wasser. What? Wenn du vielleicht eine kleinere Straße zum Anbinden auf der rechten Seite nimmst... Ist auch eine Idee, stimmt. Oh mein Gott, ey. Kommt wieder Tuvok. Eindringlingsalarm. Kollisionsalarm. Kollisionsalarm. Da war was. Da war was. Kurzzeitig. Achso, mit SDRG, Shift. Ne? Nee, Shift. Und Shift. Mein Gott, du Stück. Jetzt geht's gar nicht mehr. Mit Shift geht's gar nicht, oder was? Okay. Hä? Macht doch wenig Sinn. Da war's. Okay. So bleiben. So. So, sehr schön. Ja. Ausgezeichnet. Brauchen wir das da hinten eigentlich? Nee, oder? Aktuell noch nicht. Da diese Straße. Schreit er gleich wieder. Was mir gerade auffällt, klick nochmal diese Fabrik an. Ja, warte. Guck dir mal an, was die Fabrik produziert und dann klick nochmal in Dallas. Was das zweite Produkt von Dallas ist. Ich meine, von der Entfernung her bietet es sich irgendwie gerade an. Ja. Die Frage ist nur, wie wir zu Holz und Dingens kommen da. Holz und Stahl. Müssten wir dann gucken. Im Zweifel mit dem Flieger? Holz haben wir da. Oh, guck mal, links ist eine Stahlfabrik unter Stirling. Wir hätten sogar das Stahl, ja, da bei Santa Clarita. Oder? Das ist der Stapel. Na, Holz zumindest. Holz hätten wir. Ja, das Pferd. Wird sogar durchfahren. Haben wir jetzt dafür gesorgt, nee, dass Moment, das alles das wird. Das Holz wird verarbeitet zu Werkzeugen in Santa Clarita. Das Holz kommt von wie weit? Das kommt von oben. Von da, genau, von da. Ja. Ist auf der linken Insel vielleicht noch irgendwas? Da wo da wäre Stahl. Genau. Und. Oh, unten ist Holz, unten ist Holz, unten ist Holz. Hui, bei Columbus. Aber wir brauchen noch irgendwie einen Wald. Wir hätten Stahl und. Ja, stimmt, wir bräuchten Wald. Also auf der Insel haben wir definitiv Eisen, Erz und Kohle. Beides. Ja. Ist vorhanden. Ironischerweise ist sogar ein Bauernhof da vorne. Gibt's auch eine Lebensmittelfabrik? Da brauchen wir gar nicht erst nach rechts rübergehen. ja, stimmt. Ist weiter unten noch irgendwas? Nee, ne? Oh, blöd. Hier ist überhaupt kein Wald in der Nähe. Das ist echt so blöd verteilt. Da könnte man noch was machen, zumindest mit Chemie. Ja. Sehe ich gerade. Also wenn wir keinen Bauernhof haben, dann Chemie. Ja, vor allem die anderen Holzdinger sind schon alle in Produktion angeschlossen. Da der Wald, ja. Die Frage ist... Ist die Auslastung gegeben oder könnten die noch was verwenden? Von ja, da ne? oben. Das klingt wie ein Furz. Der mega Furz, wenn man da draufklickt. Dieses Sägegeräusch. Ich höre nur die Musik. Ja, hört mal leise. Eine kleine Kettensäge so oder was? Ja, genau.
Warte mal kurz. wo ist es? Soundeffekte. Oh, ich hab Angst. Hast du es gehört? Warte. Ja. Das klingt fast gar nicht mal nach einer Sieg. Das klingt wie so ein Moped, was gerade angelassen wird. Also ein Moped, ja. Nice. Okay. Holz. Ist weiter unten rechts noch irgendwo Holz auf diesen einzelversprengten Inseln? Nicht wirklich. Sonst könnte man auch eine Güterlinie machen und das Holz zuliefern lassen mit Flugzeug zum Beispiel. Da wäre ein Holz. Also nicht da. Ja, das lieferst du aber nach oben. Stimmt. Mit der Eisbahn. Ja. Ja, also von da aus, klar, das könnten wir eine ewig lange Bahnlinie nach ganz unten durchziehen. Dann müssten wir einmal wieder durch Dallas durch. Bräuchte man ein zusätzliches Gleis? Ja. Ja, ist alles nicht so geil. Also optimaler wäre es, wenn wir irgendwie einen kleinen Flughafen da hinten setzen könnten vielleicht oder so. Was haben wir da drüben noch? Da könnte man noch gut Lebensmittel machen. Ja. Und die dann irgendwo hin exportieren. Kann es sein, dass du das schon gemacht hast? Da ist doch schon eine Eisenbahnlinie. Hat der Offscreen-Volver da schon zugeschlagen? Hat ja? Der Offscreen-Volver das gemacht? Jetzt kommt's raus! Der kann sich vor allem gar nicht mehr dran erinnern, der Offscreen-Volver. Ups! Was fährt denn da für eine Lok? Die erste Dampflok noch, oder? Das hatte ich noch nicht angeschlossen hier, den Bauernhof, okay. Ja, ich weiß auch gar nicht, was sie so mit so vielen Lebensmitteln wollen. Die Stadt will ja gar keine. Oben, das Gainesville vielleicht. Ach, guck, ist die Milf. Die kenne ich doch von da, die Milf. Sehr schlecht. 141 Jahre ist das Ding alt. Das ist schon eine Zeit lang hier, dass der Offscreen-Viber das gebaut hat. da oben bräuchten sie Nahrung. Die könnte man ja hochschiffen. Ja. Da werden die Pferdchen aber auch schön gucken. Endlich gibt's mal Hafer. Boah, Alter, die Geschwindigkeit von den Pferden ist ja der Hammer. Die gehen schon ein beim Latschen. Wie alt sind die jetzt, die Pferde? Willst du wirklich, willst du es wirklich wissen? Was? Oh mein Gott. Das sind immer sehr langlebige Tiere. Lebrige, ja. Wie immer sprichst du? Lebrige. Langlebige, ne? Ja. Ja. Eine lange Leber haben die jetzt auch schon nach so vielen Jahren. Ich glaube, wir haben sämtliches Holz in Verwendung, kann das sein? Die Frage ist, ob wirklich immer zwei Holz für eine Fabrik sind, aber es geht irgendwie gar nicht auf. Wir haben definitiv mehr Holzproduzenten, also Holzverarbeitungsbetriebe als Holzproduzenten. Nur ich sag mal, selbst von da aus nach ganz unten links nach Dallas zu kommen, ist ein Höllenakt. Sieh, einstreiches Holz habe ich gerade noch entdeckt. Echt? Ja, oben rechts auf so, so einer einsamen, verschrobten Insel. Rechts, weiter oben rechts. Da, genau. Ich finde, das ist ein Flughafen wert. Keep him. Oh mein. Ist überhaupt ein Flughafen da drauf auf die kleine Insel, oder? Ich glaube nicht, da müssen wir ein bisschen was erweitern. Bleibt ja quasi die Güterflugplatz. Stufe 1. Ja, dann. Müssen wir ein bisschen was erweitern. Ja, sorry, ansonsten sehe ich nicht wirklich.
Ja, die Industrieverteilung ist echt ein bisschen murksig, finde ich. Ja. Echt ein bisschen schade. Weil du das kriegst ja leider auch, weil das die Holzprodukte, also die, wie nennen wir das jetzt, Forstwaldgebiete, kriegst ja nicht dazu, dass sie irgendwie jetzt riesengroß werden und noch mehr produzieren, dass man sagen kann, ja, das finde ich auch Wald ein bisschen schade. Jeder Wald wird an zwei Sägewerke angeschlossen und die zwei Sägewerke sind verteilt auf die halbe Karte oder so. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass das hier zwar wachsen kann, aber dass der Wald an sich nicht wachsen kann. Dass der nur 400 Produktion machen kann. Kann es denn sein, wenn wir den Wald abholzen, dass er einfach nicht wächst? Das ist ja unvorstellbar. Arsch. Na, da oben. Oh, hier. Hier, Warren. Ich sehe zwei Flughäfen, weil wohl. Oh Gott. Ja, wobei, warte mal, geh mal eben nach oben. Der Weg ist ein bisschen lang, ja. Stopp. 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 Hier meinst du? Im Sägewerk? Die beziehen auch nur zwei, ne? Einmal den direkt vom Hafen und einmal das, was zum Hafen noch hingebracht wird, einmal. Ja. Der kriegt sonst vielleicht drei oder so, dass man da einen abziehen kann, aber nur. Ja, wäre auch eine Idee, dass wir den in der Mitte abziehen. Ja, aber dann hat er ja nur einen oben, das Sägewerk. Ja, dass wir dann das von da oben darunter liefern. Mit dem Hafen. Ja, okay. Das wird gehen. Wir haben eins klauen und eins dazugeben da. Ja, wenn wir es mit dem Schiff machen, dann ist aber der Zeitverlust im Vergleich zu jetzt enorm, ne? Ja. Ja, das schon. Da fahren nur 70, okay. Wie klein die Stadt Warren da oben mal war. Man sieht es am ersten ÖPNV noch so ein bisschen. Stimmt. Das war mal so ein Quadrat. So hat sich auch verändert. Man weiß nicht, wie wir das machen wollen mit dem. Mit Delesch. Das erstmal so lassen sollen. Das würde sich halt echt anbieten mit dieser Maschinenfabrik, aber das Holz, ans Holz zu kommen, wird ein bisschen schwer, glaube ich. Ich komme zu glauben, dass Holz. Holz ist Mangelware. Ja. Ich tausche ein Holz gegen Schafe. Ja, genau. Da hab ich nicht, ich hab nur Getreide. Okay, ich wurf 7, blöd. Alles weg. Das müsste man auch mal irgendwann wieder spielen, dieses Katan-Ding. So, ich kann ja mal da was wegreißen. Ja. Das muss man noch was geschafft haben in der Folge. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge anfing eigentlich. Ist schon wieder fast vorbei, wa? Vor 28 Minuten. Marine bei wo? Jawohl, Fortschritt. Oh Gott. Nennen wir es das Dallas Atoll. Na toll. Das Atoll, na toll. Man achte auf den Preis. Ja, Jolo, wir sind bei über 300 Mille. Boah, der Performance-Patch hat sich auch echt gut ausgewirkt. Ja, Respekt. Merkt man richtig. Alles geht flüssig hier. Ich weiß gar nicht, warum, wenn der so cradly läuft, und du hast ja jetzt keinen alten Prozessor, warum sie dann im Vorhinein, bevor der Release war, für diese, ich sag mal, Beta-Zugangsleute, da so viele Millionen Fragen gefragt haben. Stimmt, ja. Was hast du für ein PC? Was hast du für einen Prozessor? Was hast du für eine Grafikkarte? Und überlegst du dir, was Neues zu holen? Stimmt. Und das waren ja eine Trilliarde Fragen. Hat man das mal erwähnt? Nee, oder? Ich glaube nicht so wirklich. Ja. Im ersten Teil vielleicht noch? Nee, im ersten Teil. In der ersten Folge meinst du? Nee, im Transport Fever 1. Nee, da waren wir ja nicht eingeladen für die Beta. Ja, eben nicht, aber wir haben, also ich habe mich ja zumindest beworben
du hast irgendwann auf Seite 3 oder so aufgegeben. Keine Ahnung. Ja, aber das, 50 Fragen Katalog. Das war schon nachdem wir das Let's Play abgeschlossen hatten. Das war danach, okay. Ja, ja. Das war noch da mittendrin. Weil ich dachte, Pause wir hätten gemacht. Schon während Transport Fever 1 bei dir über Transport Fever 2 gesprochen. Das sieht eigentlich ganz smooth jetzt aus, als ob das eigentlich so gehört. Ja, guck mal. Jetzt ist überall Kollision. Jetzt kannst du doch überall weg. Oh nee. Oh nee. Stimmt, da wollte ich eh mal gucken, ob das irgendwas hilft, wenn ich da einfach viel runterbaue noch. Ich glaube, wir hatten das schon mal ausgetestet. Problem ist, die Pfeiler der Bahnschiene selbst werden garantiert nicht verändert. Das wäre ja Realismus, ne? Da ist jetzt wahrscheinlich voll der Krater drinnen, aber... Voll der Strudel. Nee. Also wie wir es überhaupt hinbekommen haben, das Ding so zu bauen, ey. Tom, ich glaube, das heute nicht zu gehen. Sämtliche Fische, die in der Nähe von dieser Elektrobahnschiene schwimmen, kriegen auch einen Schock und sterben und schwimmen dann so tot an der Wasseroberfläche, weil wenn man mit Zug vorbeikommt, so ein Blitz, dann tauchen so auf einmal so 100 Fische tot an der Oberfläche auf. Die liegen dann da auf den Gleisen. Kommt ein Zug, okay, schick die Fischerboote los, sammelt wieder alles ein. Heute gibt's wieder frischen Fisch. Vom Captain Iglo. Oh no. Hallo Freunde, heute habe ich das vorbereitet. Alter. Ja, genau, Fahrzeuge im Weg, ja, genau. Wie Fahrzeuge im Weg? Kollision! Muss ich wieder alles abreißen, neu bauen. Mühsam. Tja, jetzt regt er sich auf, hm? Jetzt ist er richtig sauer. Jetzt reicht's. Bis hierhin und nicht weiter. So, bitte lass es mich bearbeiten. Bitte, danke. Ein großes Dock für die Passagiere und ein großes Dock für die Güter. Und dann noch diese komischen Anlegestellen. Mit dem schönen Bug, den ich dir da letztens gezeigt habe. Mhm. Dieser Anker da. Der dann einfach so mitten in der Kulisse rumsteht. Der war das. Oh Mann, ey. So. Dallas Sterling, ja, perfekt. Genauso möchte ich das hoben. Und wir liefern von hier nach hier. Unter Sterling Heiß. Na dann. wo haben wir denn... Da. Da haben wir Nevo. Wo haben wir unsere Schiffchen, unsere Depots? Ich glaube, das hast du da weggerissen. In der Region. Oder? Ah. Ist es da noch in Sterling? In Fort Wayne. Nee, du, das ist für den innerstädtischen. Einmal rundherum. Ja, bis sie da sind, sind die alt. Ich baue ein neues. Dann bauen wir ein neues. Bis sie da sind, sind die alt und verbraucht. So, was haben wir denn da? Cargo. Axalp. Das übliche, oder? Zwei Stück. Joa. Immer noch, dass da steht AXA LP. Konkurrenz von uns. Hattest du, glaube ich, schon mal nachgeschaut. Naja. Ach genau, bevor ich es vergesse, wollte ich noch irgendwo ein Schiff auf die Route schicken bei Nahrung. Mehr Nahrung hier. Hier, weil das hat wahrscheinlich auch wieder alles voll. Ja.
da ist alles voll, Arno. Alles voll, 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 voll. Im Gefäß, nee, Elisabeth Getro. Okay, nice. Cool. Dann kriegen wir da auch noch ein bisschen Nahrung hin. Das ist sehr schön, Anno. Da haben wir dann noch was geschafft in der Folge. Und ich freue mich. Und ja, das brauchen wir aktuell ja nicht. Aber vielleicht. So, was ist denn das eigentlich mit der Wiese da? Die ist ja sehr eckig. Sieht auch wieder sehr komisch aus. Okay. Ich bin nach wie vor mir nicht ganz sicher, ob sie sich mit diesen Terraforming-Toolen gefallen oder einen Fluch angreift. So ein bisschen übernommen vielleicht. Was macht denn das Schiff hier? Wartet auf einen freien Platz. Hä? Ja. Das ist das Lebensmittelschiff. Im Hafen ist gerade kein Platz. Okay. Okay, verstehe. Das kann man aber auch aufs andere Terminal setzen. Ja, welches hier zu anfahren, weiß ich nicht. Macht das einen Unterschied im Großen? Ist ein bisschen kürzer. Haben wir wieder eine Millisekunde gespart. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Das ist ein Wahnsinn. Boah. Da wär's ja verrückt, boy. Hui. Ah, so schaut das da drinnen aus. Schon mal immer gewundert haben, wie das da drinnen ausschaut. Jetzt wissen wir's. Okay. Die Tapete ist ein kleiner Graus, oder? Ja, schon so ein bisschen. Und man gesagt hat, das wirkt wie so eine riesen Luxusvilla. Ja, wie nennt sich das da? So ein Ami-Herrenhaus aus Texas oder sowas. Ja, genau. Die Farm von Herschel. Ja. Boah. Alter. Jo. Gut dabei, das Schiff. Ist auch neuer mittlerweile? Ich habe noch keine moderneren, wollte ich gerade sagen. Modelle, genau. Die Modelle. Ne. Ernsthaft? Seit 1935? Ich glaube, wir müssen wieder irgendwann mal Mods installieren. Ich geh nochmal bitte auf den Text von dem Schiff eben. Das ist so passend. Wahrscheinlich ist das letzte Schiff, was kommt. Wo du es gekauft hast, hättest kaufen können eben. Ja. Das über 80-jährige Motorschiff Zürich mit Heimathafen Robertshorn ist noch immer im Einsatz auf dem Bodensee seit über 150 Jahren und deswegen gibt es auch nichts Neues. Der rostige Kutter hat's immer noch getan. Sind auch schon die Ureltern her rumgefahren hier. Und es ist immer. Wie spät? 10 Uhr. Dreiviertel 10. Viertel vor 10. Ihr Deutschen. Okay, na gut, dann machen wir da mal wieder einen Cut. Cut. Achtung! Alter. Boah, da fahren aber auch einige mit. Schon gut besucht. Da hinten saust der Flieger in die Höhe. Da ist auch an jedem Millimeter Außenfassade von dem Schiff Rost. Rost. Ein Kipper.
fährst wahrscheinlich einmal versehentlich irgendwo das Schiff am Geländer oder am Sitzplatz irgendwie an, instant Blutvergiftung. Ja, schön, 6 Nahrung. Es läuft erst an. Genau. Da irgendwann kommt ein riesiges Schiff mit Nahrung. Was haben sie dabei? 6 Leibbrot. Wobei, Strecke noch, wir müssen da eh noch eine Linie hinzimmern. Wir brauchen da noch eine Güterlinie. Ach stimmt, wo muss denn die Güter denn hin? Weit weg vom Hafen, oder? Bei unserem Glück, sag ich mal, ja. Warte mal, wo ist denn? Cargo? Oh, geht sogar. Unteren Eck. Da so eine Linie rein, Simon. Ja, ich würde sagen, im Anbetracht, dass wir es gleich 10 Uhr haben, ist das eine Aufgabe für Offscreen, Valvo! Oh no. Was soll denn der Offscreen Valvo noch so machen? Ja, ich würde uns gar nicht zu viel wegnehmen, weil so langsam gehen uns die Optionen aus. Schon ein bisschen, ne? Also notieren können wir uns gerne nochmal die Fährverbindung noch vor Fort Wayne Dallas. Ah, stimmt, die wollten wir ja auch mal machen. Keine Ahnung, was wir noch für Fährverbindungen anstreben. Sollen wir die Güter jetzt auch noch überlegen in Dallas? Also diese Schraubenschlüssel oder die anderen da, diese Maschinen? Ja, da haben wir das Problem mit dem Holz. Wo kriegen wir das Holz her? Ja, indem wir von da was abzwacken und da drüben anliefern. Also hier nach Warren und dann Flughafen oder so, um die runter zu liefern. Ja, das Rohholz, also die gefällten Baumstämme, müssen erstmal zum Sägewerk von Santa Clarita und von da aus muss dann das Holzbrett zur Fabrik. Entweder das oder wir liefern es halt da runter. Da, wo wir den Rest quasi auch herkriegen. Oh, auch nicht schlecht. Wo wir da das Eisen-Dings haben und oben, Stahlwerk. Ja, dann kannst du, würde ich mal vorschlagen, siehst du diese Mittelinsel zwischen den zwei Fabriken? Das hier? Ja, genau, dann reißt du auch das mal offscreen mal weg. Okay. Dass du da eine Fährverbindung zwischen dem Sägewerk unten bei Columbus hoch zur Fabrik bei Dallas irgendwie schaffen können. Ach, du würdest es nicht mit Flugzeug machen? Das Holz runter zwangsweise ja. Alles andere, also man kann das Eisen und die Kohle zur Stahlwerk und das Stahlwerk runter alles zum Sägewerk. Das kann man ja alles mit der Bahn regeln und dann vom Sägewerk vom Columbus mit dem Schiff rüber zur Fabrik nach Dallas und von da aus mit der Bahn nach Dallas rein. Ja, auch eine Idee. Und von hier mit Schiff, oder? Oder mit der Bahn? Hast du Schiff oder Bahn? Na, beides. Ankommt mit Schiff, abgehend mit Bahn. Stimmt, da müsste ich gucken, ob da noch eine Verbindung möglich ist. Oder ob das zu weit weg ist. Sonst kann ich die neu machen. Ja, geht ja nicht. Spoiler, geht ja nicht. Spoiler. Ich meine, vielleicht wäre es machbar, wenn ich da. Wir haben es ja mal getestet. Man könnte ja zum Beispiel da einfach noch so ein Parallel halt da irgendwo eins machen. Ja. So irgendwie. Weil ich glaube fast, er wird es nicht erkennen. Schauen wir mal, machen wir mal so eine 100 km/h Strecke. Wo muss denn das hin zum Bahnhof? Da runter, ne? Ach, da runter. Ach, da runter. Das müsste aber gehen. Da runter, da runter. Nee. Geht nicht. Geht gerade nicht. Ja, das ist doof. Müsste sich der Offscreen-Viper was überlegen. Vielleicht den Bahnhof ein bisschen rüber versetzen. Dann fahren wir halt da nicht mit Highspeed. Weißt du, was ich meine?
Ja, die Frage ist, kriegst du es überhaupt hin mit der Kurve zur Kollisionsbrücke? Ja. Schrägstrich, das Ding muss ja auch noch irgendwie am Hafen dranbleiben. Weil der Hafen braucht ja die Bahnverbindung. Ja. Ich kann ja da. Passagieren. Ich kann ja da ein bisschen runtergehen noch mit der Straße. Oder warte mal, was du auch kann testen kannst. Ich kann den Bahnhof dann daher machen. Dann müsste ich es auch ausgehen, wenn ich ihn daher baue. Stopp mal eben. Siehst du den Hafen oben links, den neu gebauten für die Lebensmittel? Mhm. Kriegst du nicht dahinter eine leicht schräg angesetzte Bahnschiene, dass du dann eine zweite Brücke einfach hochziehen, ne? Ja, ja, das wäre die Alternative. Aber wenn wir jetzt überall versucht haben, eins nur zu machen, hier in der ganzen Scheiß-Stelle, dachte ich, wir machen das da auch. Aber, kannst du denn an die vorhandene Brücke überhaupt noch eine weitere Schiene dran setzen? Ja, stimmt, geht gar nicht. Okay, dann hast du mich überzeugt. Du hast mich überzeugt. Ich finde das nach wie vor komisch. Also, was du auch übrigens testen kannst, meine volle Freigabe, wenn du bei dieser Kollisionsbrücke offscreen nochmal probierst, Terraforming an den Küstengebieten zu machen. Mit dem Safe Game vorweg natürlich. Also natürlich, ja. Und du dann quasi auch die Schienen, die an der Brücke sind, erst wegreißt und gucken, ob er sich dann loslöst von seinem Kollisionsblabla. Ich kann es immer aber erst ab hier wegreißen. Ja, genau. Und bis dahin betreibst du dann mal Tiefen-Terraforming. Und guckst mal, ob er es dann irgendwie zulässt. Entweder mit aufschütten oder mit noch mehr absenken. Das kannst du aber auch testen. Habe ich eigentlich schon getestet. Ist das auf der Straße eigentlich für einen Quader? Dinge, Anno. Boah, also weg mal. Auch das sieht so also komisch aus. Schön, hier mit der... Anno hätte echt seine Probleme mit dem Spiel. Ach. Meinst du? Wegen solchen Sachen hier zum Beispiel. An sich gefällt mir die Brücke, wenn sie nicht so rumbacken würde. Ja. Wenn man sie nochmal irgendwie verändern könnte. sonst irgendwelche Ideen für... Also das mit der Maschinenfabrik, soll ich das irgendwie in Angriff nehmen? Nö, das lass uns mal. Wie gesagt, die Insel kannst du wegnehmen. Ja. Das mit der Brücke kannst du probieren. Und den Rest lass uns das nächste Mal machen, weil sonst außer den Schiffen fällt mir langsam auch nicht mehr viel ein. Gut, wir könnten da das noch mit der Nahrung verbessern. Dass wir die Nahrung dann noch raufliefern nach Gainesville. Also das sind zwei Häfen. Ich brauche dann zwei Schäfen, zwei Schiffe fertig. Ansonsten haben wir noch irgendwelche Städte. Da hat man mal überlegt, Grand Prairie anzuschließen mit Olati oder so. Ja. Ich hätte sogar mal Bock auf eine Bahnlinie, eine unterirdische. Das wäre ein Fall für Oskar. Weil wir hätten hier sogar Platz in Olati, dass wir da runtergehen. Theoretisch. Ja. Und bei Grand Prairie auch hier mit dieser Landzunge. Das wäre schon ganz cool, finde ich. Nicht nur überall Schiffe, sondern auch mal so eine richtige Fernverbindung. Ich hatte überlegt, das mit Amarillo zu machen, aber jetzt ist das halt wieder so ein bisschen gebogen in diese Richtung. Da müsste man fast wieder eine Kurve machen nach Grand Prairie. Wie ist denn der Bahnhof von Dali City? In welche Richtung ist der so geneigt? In die Richtung, zwischen Warren und Amarillo. Und dann ein unterirdischer Kurventunnel nach oben? Ja, wäre auch eine Idee. Naja, könnte man machen. Und da in Grand Prairie rauskommen? Hier zum Beispiel? Ja. Würde auch passen. Irgendwie hätte ich da Bock auf sowas. Das sind solche Sachen, auch? Die überlassen. Oder? Ja. Du magst gerne alles mit Schiff machen, ne? Aber irgendwie wäre cool auch mal sowas anderes. Richtigen Fernverkehr mit Tunnel.
Ja, komm, dann lass uns das beim nächsten Mal. Schreib dir die drei Sachen auf, weil ich vergesse es garantiert die Hälfte bis dahin. Wobei, Delhi City sollte ich vielleicht eher offscreen machen. Ich glaube, das wird viel rumgefriemelt da mit der zusätzlichen Linie, die dann da runter geht. Ist überhaupt noch eine rein zwischen Fabrik und Küste, oder? Ja, that's what she said. Ach, das ist auch auf beiden Seiten Bahnhofsgebäude. Na, wie herzlich praktisch. Ich glaube, das mache ich auf Screen. Oder einfach von Warren weg nach Grand Prairie. Das wäre das Einfachere. Na, ich überlege mir da noch was. Viel Spaß. Dankeschön. Und ansonsten. Moreno hat noch anschließend. Könnte man mit Charlotte machen. Das hat mir eh mal überlegt. Da könnte ich auch noch diese Landzunge da wegreißen, dass wir da direkt durch können. Ja. Da mit dem Schiffchen. Grand Prairie dann auch. Grand Prairie, Charlotte. Ich glaube, das hattest du sogar mal aufgeschrieben. Könnte man die auch Grand Prairie mit dem Tunnel nach Charlotte verbinden? Geht auch. Die Frage ist nur, wo wir da rauskommen bei Charlotte. Ziemlich ja, zugebucht ist. Ich find den Bahnhof gerade ehrlich gesagt nicht mal mehr. Er ist hier. Ach, oh Gott. Da müssen wir alles durchreißen hier. Einen Fall für Offscreen, weil. Aber hallo. Ja, das sind gerade die größten Gebäude hier in der ganzen Stadt. Grand Prairie nach Charlotte? Ja. Oder wir machen da halt einen Flug, ein Schiff. Und machen Daily Grand Prix mit Dings. Mit der Bahn. Überlege ich mir noch. Was mir am besten gefällt. Okay, sonst denkt was? Ich glaube, das Anpassen sollte man auch mal irgendwann angehen von diversen Cleveland zum Beispiel. ÖPNV meinst du? Ja. Wobei es ja. Geht sogar. Die bauen. Ja, trotz alledem. Gefällt mir sehr gut, dieses Cleveland. Die bauen, also am kuriosesten finde ich hier mittlerweile eher die Straßenkonstruktion mit der Brücke da links, aber. Hey. Vorsicht. Es ist zumindest das Abstrakteste, wenn man in Cleveland mal den restlichen Straßenverlauf sieht. Sieht echt sehr cool aus. Ich meine, hier und da sind ein paar komische Straßen. Ja, Herrgott, das lässt sich nie vermeiden, glaube ich. Ja, also hier und da findet man sicher noch was zum Anpassen. Joa, na guti. Joa. Aber keine kuriosen Offscreen-Arbeiten diesmal wie letztes Mal in Memphis. Und Dallas. Verloren in Memphis. Okay, hallo. Na dann vielen Dank fürs Dabeisein. Jo, gerne. Und euch auch natürlich wieder fürs Zuschauen. Und huiuiui. Was ist das denn jetzt? Das hier, hallo! Achso! Alter, ich dachte schon gerade, wie kriegst du so hebische Kamerafahrten? Das hätte ich voll angeben können. Haha, gefaked, wir landen doch nicht in Buffalo. Wir landen auf der grünen Wiese. Gucken Sie mal, da ist unser Schatten. Überholt uns. Boah, episch. Und ab ins Wasser. Ja, im letzten Moment links weg. Psch. Okay, na dann vielen Dank fürs Zuschauen und an den Anno fürs Dabeisein. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschö.